Ja, hallo YouTube und Filmfreunde. Ich begrüße euch zu meiner kleinen Quentin Tarantino Retrospektive. Ich wollte einfach mal einen Blick auf die Filmografie des Regisseurs werfen und einfach mal seine kompletten Filme durchgehen und meine Meinung dazu niederlegen. Ja, ist natürlich alles wie immer komplett subjektiv und meine Meinung wird wahrscheinlich mit einigen von euch nicht konform gehen, aber ich hoffe, dass ihr mir das nachseht. Ihr habt ja auch eure eigene Meinung zu den jeweiligen Filmen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wir beginnen mit dem 1992 erschienenen Reservoir Dogs, Wilde Hunde. Ja, sein erster richtiger Spielfilm, der zugleich auch mein absoluter Lieblingsfilm von ihm ist. Ja, von allen seinen Filmen finde ich einfach, dass man hier seine Handschrift am besten rauskennt. Wenn ich an Tarantino denke, dann denke ich automatisch immer an Sonnenbrillen, an fette Knarren, an Gangster, an coole Sprüche. Und das ist einfach hier am besten gegeben, meiner Meinung nach. Auch die Geschichte um ein paar Gangster, die einen Diamantenraub begehen und dann einen Verräter unter sich vermuten, ist wieder ziemlich genial aufgebaut und wieder Tarantino-typisch in Kapitel unterteilt. Was hier auch noch am besten umgesetzt ist, meiner Meinung nach, da einfach alles wie aus einem Guss wirkt und zum Schluss die ganzen Handlungsstränge sinnvoll zusammenlaufen. Auch die Charaktere haben wieder unglaublich coole Sprüche drauf, natürlich Tarantino-typisch. Und auch das Ende ist richtig genial meiner Meinung nach, also wirklich konsequent alles, so wie es auch im realen Leben wäre. Ja, es kommen auch einige Nebenhandlungsstränge vor, die halt die Hintergrundgeschichte etwas näher durchleuchten. Und ja, es ist wirklich, wie gesagt, halt einfach mein Lieblingsfilm von Tarantino und ich wünschte mir in Zukunft noch mehr von diesem Kaliber hier. Ja, es ist halt einfach für mich die Quintessenz, was Tarantino darstellt. Wir kommen zu dem absoluten Aushängeschild von Tarantino, ja, zu dem 1994 erschienenen Pulp Fiction. Diesen Film dürften vermutlich alle von euch kennen, also manche werden ihn lieben, manche werden ihn hassen. Ich für meinen Teil, ich liebe ihn und es ist mein zweiter Lieblingsfilm von Tarantino. Ich finde, hier kommt dieses Tarantino-Feeling auch noch richtig cool rüber. Hier ist auch wieder die Geschichte in Kapitel unterteilt, wie in Reservoir Dogs. Hier natürlich etwas anders, ist logisch, ist ja auch ein anderer Film. Auch ist die Geschichte etwas verwirrender als noch in Reservoir Dogs, da hier einfach alles nicht so zusammenhängend ist und die Kapitel immer mehrere Handlungen anschneiden, aber nicht zu Ende führen. Das läuft halt alles zum Schluss auch wieder etwas zusammen. Ja, Bruce Willis, Samuel L. Jackson und John Travolta machen hier eine unglaublich gute Figur und passen wie die Faust aufs Auge. Also als Gangsterpärchen hier, John Travolta und Samuel L. Jackson brillieren wirklich und ich finde die beiden einfach nur verdammt cool in diesem Film. Und ja, es ist einfach auch noch ein richtig geiler Tarantino-Film, wie man ihn sich von ihm wünscht. Ja, also hier verarbeitet er halt auch wieder keine alten Ideen neu oder was. Hier hat er wirklich auch wieder eigene Ideen reingebracht und ja, mehr kann man zu diesem Film eigentlich nicht sagen. Es ist halt einfach ein Kultfilm. Für mich nicht der absolute Höhepunkt seines Filmschaffens. Für mich ist das halt einfach ohne Wenn und Aber Reservoir Dogs, aber dieser Film kommt gleich danach. Wir kommen zu Four Rooms. Ja, bei diesem Film hat Tarantino nur Gastregie geführt. Also dieser Film ist in vier Episoden unterteilt, von denen jeweils ein Regisseur die Arbeit übernommen hat und Tarantino hat die vierte Episode in diesem Film gedreht. Und ja,
Dieser Film handelt von einem Hotelpagen, der in der Silvesternacht seine erste Schicht in diesem Hotel führt und sich halt um die Zimmer kümmern muss und um die Gäste. Und da geht er dann halt jeweils in vier Räume und diese vier Räume stellen halt diese vier Episoden dar. Also jede Episode spielt in einem anderen Raum in diesem Hotel. Und ich muss sagen, dass mir dieser Film überragend gut gefallen hat. Also dieser Hotelpage, gespielt von Tim Roth, kommt wirklich dermaßen neurotisch überladen rüber und übertrieben gespielt. Also das ist einfach nur genial und ich kann über diesen Typen einfach lachen in diesem Film. Es kommen auch sehr skurrile Einfälle vor in den jeweiligen Zimmern. Also in einem Zimmer hat er es mit Hexen zu tun, in einem anderen hat er es mit einem Sexrollenspiel zu tun. Also da kommen wirklich sehr viele absurde Ideen mit viel schwarzem Humor auch rüber. Die dritte Episode in diesem Film hat Robert Rodriguez übernommen, welche eigentlich mein Höhepunkt war in diesem Film. Also wirklich absolut geil. Aber nun zu der Episode, die Tarantino gemacht hat. Ich finde diese Episode richtig stark, da man einfach die ganze Zeit über in dieser Episode nicht weiß, wie das Ganze endet. Und das Ganze mündet wirklich in einem sehr schnellen, lustigen Finale, was man eigentlich so nicht wirklich vorhersehen hat können. Also es ist wirklich genial, dieses Ende. Und dieser Film ist eine absolute Empfehlung wert. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich diesen Film wirklich anschauen. Er ist toll und vor allem auch die Robert Rodriguez und Quentin Tarantino-Episoden. Ja, also wirklich anschauen. Wir kommen zu Jackie Brown aus dem Jahre 1997, der in der Tarantino-Fanbase etwas untergegangen ist und auch allgemein nicht sonderlich beliebt ist. Ich muss sagen, ich finde den Film eigentlich relativ in Ordnung. Man hätte die Handlung an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas straffen können, da es sich wirklich ab und zu etwas zieht. Allerdings macht die Hauptdarstellerin einen sehr guten Job. Und Michael Keaton, Robert De Niro und Samuel L. Jackson machen ihre Sache hier auch wieder sehr gut, welche das Ganze auch noch etwas auflockert. Also ohne diese Schauspieler wäre der Film vielleicht wirklich zu Recht runtergemacht worden. Aber die, finde ich, machen mit ihrer Art das Ganze wieder etwas wett. Ja, von der Inszenierung her ist er auch wieder etwas verwirrend, muss ich sagen. Da auch wieder hier natürlich wieder das Kapitelsystem angewandt worden ist. Allerdings hat er auch wieder so viele Handlungsstränge, die nebenbei geführt werden und deshalb kann man oft dem Ganzen etwas schwierig folgen, sage ich mal. Zum Schluss driftet er etwas in das Verwechslungskomödien-Genre ab, finde ich, was dem Ganzen aber wirklich sehr gut zu Gesicht steht und ja, was auch wirklich gut zu der ganzen Geschichte passt. Ja, Jackie Brown ist ja so ein mittelmäßiger Film, würde ich sagen, ist jetzt wirklich kein Überhit, aber er ist auch nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird. Also wenn man Tarantino-Fan ist, kann man mit diesem Streifen durchaus was anfangen, meiner Meinung nach. Da hier auch wieder ziemlich coole Sprüche teilweise einem um die Ohren geworfen werden. Und ja, das ist einfach so ein Zwischendurch-Tarantino-Film, würde ich sagen. Kommen wir zu Kill Bill aus dem Jahre 2003. Ja, hat ja damals eingeschlagen wie eine Bombe und ist allgemein auch einer der beliebtesten von Tarantino. Meine Meinung in Bezug auf diesen Film ist etwas kompliziert, aber dazu gleich mehr. Der Film ist vom Grundaufbau her eigentlich sehr spannend. Also die Rache-Story, die erzählt wird, wird sehr gut rübergebracht und erinnert an etwas ältere Filme. Also Tarantino hat auch gesagt, dass er sich hier von den 60er und 70er Rape and Revenge-Filmen etwas inspirieren hat lassen und das merkt man dem Film auch an. Er ist natürlich wie immer auch kapitelmäßig unterteilt, wie auch schon seine Filme vorher. Das wird auch konsequent umgesetzt, sage ich mal. Also er verliert sich in nicht vielen Nebenhandlungssträngen. Allerdings stört mich die Tatsache an diesem Film, dass er zum Schluss etwas in das Asia-Genre abgleitet. Und ich kann einfach mit Asia-Filmen überhaupt nichts anfangen. Frag mich bitte nicht warum, ich weiß es teilweise selber nicht mal wirklich. Ich kann einfach mit diesem Setting nichts anfangen und mit der
ja, mit den verwirrenden Handlungssträngen teilweise, aber ja, im Großen und Ganzen ist das ein Film, der mir gefällt, auch schon allein von der ganzen Musik her und von der Grundstory her, aber es ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingsfilm von Tarantino und er ist auch nicht so gut, wie immer alle behaupten, meiner Meinung nach. Ja, ähnliches gilt für die Fortsetzung, die ein Jahr darauf rauskam. Ja, viele Tarantino-Anhänger finden diese Fortsetzung ja nicht wirklich gelungen, wobei ich mich frage, warum. Der Film ist ähnlich wie der erste, meiner Meinung nach, und hat auch sämtliche Stärken zu bieten, die schon der erste geboten hat. Er ist lediglich nicht so wahnsinnig blutig wie der erste, was auch oft kritisiert wird. Nur finde ich, dass das bei diesen Filmen halt absolut nicht auf den Blutgehalt ankommt. Hier wird noch mehr über die Hintergrundgeschichte erzählt von der ganzen Kill Bill Story, was dann zum Schluss auch konsequent zum Ende geführt wird. Und mir hat auch das Ende sehr gut gefallen. Und auch der ganze Film gefällt mir relativ gut. Also ich mag ihn eigentlich genauso gern wie den ersten Teil. Also ich kann hier nicht verstehen, dass manche den zweiten nicht so gern mögen wie den ersten. Also die Aussage, dass hier weniger Blut vorkommt und deswegen ist er schlechter wie der erste, ist haltlos, meiner Meinung nach. Ja, Kill Bill 2. Mag ich genauso gern wie den ersten, ist aber auch nicht mein Lieblingsfilm in der Quentin Tarantino-Filmografie. Wir kommen zu einem weiteren Kultfilm, bei dem Tarantino aber auch lediglich nur Gastregie geführt hat. Es handelt sich um den großartigen Sin City aus dem Jahre 2005. Ja, das Ganze ist eine Comicverfilmung von Frank Miller. Ja, die Comics selber habe ich nie gelesen, deshalb kann ich hier keine Vergleiche ziehen oder sagen, inwiefern sich der Film und die Comics unterscheiden. Deshalb nun zum Film. Der ganze Film ist in Schwarz-Weiß gehalten und experimentiert mit ein paar Farben. Dieses Stilmittel habe ich ziemlich cool gefunden und also das sieht man nicht in jedem Film. Die Geschichten, also es sind halt mehrere Geschichten in einem Film verpackt, handelt halt alle von so einer dreckigen Stadt, in der halt allerlei Korruption geschieht. Und es kommen halt sehr runtergekommene Typen vor und die erzählen halt ihre Lebensgeschichte. Finde ich halt ziemlich geil und auch ziemlich actionreich umgesetzt und auch mit Gewalt wird nicht gespart. Auch kommt ziemlich viel Voice-Over vor, was ich ja sehr gerne mag, habe ich glaube ich in einem anderen Video schon mal erwähnt. Voice-Over ist richtig geil und kommt hier auch sehr viel vor. Es kommen heiße Mädels vor, es kommen abgefuckte Typen vor, es kommt wirklich alles vor, was man sich von so einem räudigen Actionfilm, Schrägstrich Comicverfilmung vorstellt, kommt hier halt vor. Und Sin City ist wirklich ein geiler Film. Inwiefern jetzt hier Tarantino seine Finger im Spiel gehabt hat, kann ich nicht sagen. Er hat halt nur Gastregie geführt, mehr weiß ich nicht. Aber ich mag Sin City wirklich sehr gerne und so muss eine Comicverfilmung aussehen, meiner Meinung nach. Vielleicht lese ich auch noch irgendwann mal die Comics, um, wie gesagt, Vergleiche ziehen zu können. Aber Sin City ist geil. Ja, kommen wir nun zu dem etwas unangenehmeren Teil meiner Retrospektive, nämlich zu seinen neueren Filmen. Ja, und wir beginnen mit Death Proof aus dem Jahre 2007. Ja, erschienen im Grindhouse Double Feature mit Planet Terror zusammen, welcher ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und ich kann nicht verstehen, dass sowas wie Death Proof hier in dieses Double Feature Einzug finden konnte. Ich verstehe einfach nicht, was sich Tarantino hier dabei gedacht hat. Der Film ist mit einem Wort beschrieben, einfach nur langweilig. Also ich finde ja Tarantinos Dialoge in den Filmen immer recht cool. Allerdings werden die hier wirklich ausgequetscht bis zum Einschlafen. Und wenn die Dialoge wenigstens noch Scharfsinn hätten oder Intelligenz oder irgendetwas oder Witz, aber die Filme sind einfach nur langweilig. Das ist einfach nur Zickengequatsche, welches einen einfach nur kalt lässt und nervt, sage ich mal. Auch die Geschichte rund um Stuntman Mike wird viel zu wenig beachtet. Kurt Russell brilliert hier natürlich, aber das ist man von diesem Schauspieler auch gewohnt.
Aber wie gesagt, er kommt halt einfach zu wenig vor und es passiert einfach zu wenig in diesem Film. Da braucht jetzt auch keiner sagen irgendwie, ja, wenn du keine Dialoge magst, schau dir keinen Tarantino-Film an. Das hier hat nichts mit Tarantino-Dialogen zu tun, meiner Meinung nach. Ja, einfach nur ein langweiliger Film und in keinster Weise zu vergleichen mit dem genialen Planet Terror. Ja, ähnlich ist es mit Inglourious Basterds aus dem Jahre 2009. Von der Kritik absolut abgefeiert worden und auch allgemein sehr beliebt. Kann ich nicht wirklich verstehen, da hier auch wieder sehr viel mit den Dialogen gefahren wird, welche den Film einfach nur unnötig in die Länge ziehen. Und wie gesagt, habe ich auch schon in einem anderen Video erwähnt, diese Nazi-Thematik finde ich einfach nur unpassend für einen Tarantino-Film. Sowas stelle ich mir nicht unter einem Tarantino-Film vor. Lediglich Christoph Waltz brilliert hier natürlich. Ich finde Christoph Waltz einfach nur genial. Und der rettet hier diesen Film auch etwas vor dem Ertrinken, sage ich mal. Auch nervt mich, dass hier deutsche Schauspieler mitspielen. Also Til Schweiger hasse ich und Daniel Brühl mag ich auch nicht. Deutsche Schauspieler haben auch in einem Tarantino-Streifen nichts verloren, meiner Meinung nach. Und ja, keine Ahnung, ich habe einfach keinen Zugang zu diesem Film gefunden. Es wird wirklich pausenlos geredet und teilweise so einen unwichtigen Blödsinn, dass man sich einfach nur fragt, wann geht endlich der Film weiter? Und ja, Inglourious Basterds, ich kann den Hype einfach nicht verstehen. Kommen wir nun noch zu dem letzten Film seines Schaffens, nämlich Django Unchained, welchen ich ja im Kino gesehen habe. Ja, auch wieder viel zu überhypt in meinen Augen. Also ist eigentlich ganz interessant, das Western-Genre hier, aber auch wieder etwas zu dialoglastig alles ausgefallen. Also vor allem im Mittelteil und zum Schluss raus. Das Ende wirkt etwas gezwungen. Ja. Die Schauspieler machen ihre Sache sehr gut, vor allem Christoph Waltz rettet hier wieder sehr viel. Vor allem in der ersten Dreiviertelstunde legt der Film richtig gut los mit Witz und Tempo und Spaß und guter Inszenierung. Allerdings ab der dreiviertelten Stunde nimmt das Ganze ab und sobald sie auf dieser Farm von Leonardo DiCaprio sind, verliert sich der Film wieder etwas in seiner Bedeutungslosigkeit, sage ich mal. Es wurde hier auch viel Musik geklaut von alten Western-Filmen, was man ja noch verkraften könnte. Mich persönlich hat es genervt. Wenn ich einen neuen Film sehe, will ich auch einen neuen Soundtrack und ja, hat mich etwas genervt. Ja, ansonsten ist er wieder etwas besser, finde ich, wie Death Proof und Inglourious Basterds, aber auch kein Überhit, wie er überall gesagt wird. Ich würde ihm halt so um die 7 von 10 Punkten geben, sage ich mal. Ja, Jamie Foxx bleibt hier auch etwas farblos, finde ich. Also ist jetzt kein sonderlich guter Schauspieler, finde ich. Ja, wenn Christoph Waltz hier nicht wäre in dem Film, wäre der wirklich nicht wirklich gelungen. Das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass ihr mir eure Meinung in Bezug auf die Filme unten reinschreibt. Ihr habt bestimmt in einigen Punkten andere Ansichten als ich, würde mich interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Silentium 141.